Hallo ihr, ich habe heute mal wieder ein neues Video für euch. Und zwar habe ich dieses coole Buch hier. Das heißt, macht dieses Buch fertig, wie ihr lesen könnt. Von Kerry Smith. Oder Kerry Smith. Oder Kerry, wie auch immer ihr ihn ausbringen wollt. Und das ist so ein Mitmachbuch. Das hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber da sind halt ein paar Aufgaben drin. Also nicht nur ein paar, sondern sehr viele. Und ich dachte mir, da sind nämlich auch richtig coole Aufgaben drin, dass ich euch vielleicht einfach mitnehme und da vielleicht so eine Reihe draus mache. Mal gucken. Und ich würde sagen, wir fangen einfach gleich an, weil da sind sowas von Oberhammer coole Sachen drin. Hier vorne ist jetzt noch eine Warnung drin. Ich würde es jetzt ungern vorlesen. Also wer sich das durchlesen will, drückt halt kurz auf Pause. Und ja, ist eigentlich ganz cool. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Seite an. Hier steht jetzt zum Beispiel, dieses Buch gehört. Und dann steht immer unten drunter, wie man seinen Namen schreiben soll. Und ich habe jetzt hier mal schon einen weißen Stift. Und würde einfach mal hier, na klar, na klar, na klar, so, auf ein neues, ich habe jetzt hier einen weißen Stift und werde einfach mal anfangen. So, man sieht ja auch super viel, auf jeden Fall habe ich meinen Namen schon mal dahin geschrieben. Dann soll ich meinen Namen unleserlich schreiben, oh Gott. So, sieht ja schon mal schick aus, oder? Aber man kann ihn irgendwie noch lesen, egal. Dann schreibe deinen Namen in winzig kleinen Buchstaben. Dann schreibe deinen Namen rückwärts. Okay, oh Gott, also, so, oder? Johanna. Mhm, sieht ja ganz cool aus. Anna Heu. Und schreibe deinen Namen ganz blass. Es ist leider etwas komisch. Also, ich kann so oder so eh nicht wirklich schön schreiben, gerade, weil ich mich hier mega verrenken muss. Dann habe ich hier, schreibe deinen Namen in richtig großen Buchstaben. Okay, so groß sind sie jetzt auch nicht, aber sie sind schon mal größer als das andere. Meine Adresse und meine Telefonnummer werde ich jetzt hier nicht hinschreiben. Dann gehen wir mal zur nächsten Seite. Hier ist schon mal die Anleitung. Da würde ich auch wieder sagen, lest euch einfach durch und macht kurz auf Pause, weil ich kann jetzt nicht alles vorlesen, das dauert viel zu lange. Und ja, das könnt ihr euch auch mal, ich würde es kurz mal nochmal ein bisschen ranzoomen. Hier, das hier könnt ihr euch auch mal, wenn ihr wollt, durchlesen. Ich würde es jetzt ungerne wirklich alles vorlesen. Ja, da steht halt einfach die Materialien, die man braucht, um das Buch hier zu machen. So, und das finde ich eigentlich ganz cool. Schreibe die Seitenzahlen selbst hin. Ich würde sagen, ich mache das jetzt einfach mal. Mal gucken, wie lange ich brauche. Ihr werdet es natürlich in Schnellformat sehen dann, wenn ich hier alles... Nee, das glaube ich nicht, dass ihr das hier so lange angucken wollt. Mal eine ganz kurze Abstimmung. Gibt es jemanden von euch, der die Zahlen so schreibt wie ich? Also nicht, wenn man jetzt 31 schreiben will, vorne die 3 und dann die 1, sondern hinten 31, also so wie man es spricht. Bitte stimmt erstmal ab. Ich bin echt mal gespannt, weil ich bin, ich weiß nicht, ich werde immer dumm angeguckt, wenn ich die Zahlen so rumschreibe. So, nun wissen wir, das Buch hat 218 Seiten. So, diese Aufgabe wäre schon mal geschafft. Wundert euch nicht, warum meine Finger nicht blau sind. Ich hatte mir meine Haare frisch gefärbt. Genau, was ich noch sagen wollte, man muss in diesem Buch, falls ihr die Regeln vorgelesen habt, ja nicht alles nacheinander befolgen. Und das werde ich auch nicht, weil manche Aufgaben einfach das Buch schon direkt komplett zerstören. Und das will ich ja nicht. Ich will ja vorher erstmal alle Aufgaben erledigen. Deswegen überspringe ich ein paar Seiten, also nicht wundern. Dann würde ich aber sagen, machen wir direkt mal diese Seite. Und zwar lasse diese Seite leer. Absichtlich. Gut. Abgehakt. So, dann habe ich mir hier mal noch eine Aufgabe ausgesucht. Da steht Ritze und Kratze. Benutze dafür einen möglichst scharfen Gegenstand. Ja, da tun wir das doch mal. Ich habe mir jetzt einfach mal eine Schere genommen und ich würde einfach mal anfangen. Mal schauen. Ja.
Also ich würde sagen, die Aufgabe haben wir auch erledigt. Das reicht schon mal, weil ich will ja das Buch am Ende noch vorstellen können, so komplett, was ich alles gemacht habe. Suchen wir mal die nächste Aufgabe. Diese Seite finde ich auch noch ganz cool. Da steht einfach, reiß diese Seite in Streifen. Und darauf habe ich irgendwie richtig Lust. Deswegen fangen wir das doch einfach mal an. Ich versuche es auf diesen Streifen zu machen. So, einmal. Es ist voll schwer, auf der Linie zu bleiben, Leute. Aber das schaffen wir. Ich bin sauer, wenn ich gleich so ein Ding in der Hand habe. So. Und? Wie gefällt's? Jetzt müssen wir das nur irgendwie... Weil ich will ja weiter umblättern können. So, dann habe ich mir noch diese Seite ausgesucht, weil ich möchte ja auch noch irgendwie jetzt mal ein bisschen Spannendes machen. Und zwar macht diese Seite bunt, der Kreis bleibt weiß. Ich hole mir mal noch schnell Filzstifte, beziehungsweise ja, doch, Filzstifte finde ich ganz cool. Und dann fangen wir mal an. So sieht jetzt meine Seite aus. Das habe ich jetzt noch mit einem Holzstift ausgemalt. Ja. Ja. Fertig. Ist cool geworden. Oder nicht? So bunt. Und ich würde sagen, ich beende jetzt an dieser Stelle das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und falls ihr wollt, stimmt doch mal noch ab. Hier oben, glaube ich. Ob ihr mehr von diesen wollt oder nicht. Und dann gucke ich mal, ob ich das irgendwie so als Serie machen werde oder ja, mal gucken, wie ich das dann mache. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Schlaf, Mittagsschlaf, egal was ihr gleich machen werdet. Gutes Essen, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! We'll be right back.